So, und noch einmal herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. Ich hoffe, dass das Bild jetzt wieder da ist. Ah, mal eben ganz kurz warten. Na, auf jeden Fall, ich hoffe, dass ihr euch gut mit Essen und Trinken eingedeckt habt. Ja, wir machen jetzt bis 21 Uhr weiter, so wie das ja gewünscht war. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass das Bild wieder da ist. Bei mir ist gerade noch kein Bild. Ah, doch, jetzt. Alles klar, wir können weitermachen. Ich hoffe, bei euch lädt das jetzt auch wieder. So, was sollten wir denn jetzt eigentlich machen? Geh zum Maltese Falcon, um dich dort mit Eddie zu treffen. Alles klar, machen wir. So. Hier ist die Polizei. Machen Sie auf! Aber die sind doch jetzt wohl nicht wegen uns da, oder? Oh. Wenn Sie die Tür nicht aufmachen, machen wir sie auf! Shane. Machen Sie auf! Hier spricht die Polizei. Letzte Aufforderung. Machen Sie die verdammte Tür auf. Schauen wir jetzt mal, was wir uns diesmal für einen Wagen nehmen, ne? So, unsere eigene Garage jetzt. Jetzt wohnen wir ja nicht mehr bei Joe. So, den haben wir beim letzten Mal geparkt. Unser Batmobil. Das ist richtig scheiße, das Ding. Den sind wir noch nicht gefahren. Wollen wir den einmal nehmen? Ja, komm, wir nehmen einfach das Ding mal. Oh Mann. Langsamer! Was denn? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Okay, los geht's. Auf die Straße. Und wir versuchen jetzt einfach mal im Allgemeinen ein bisschen vernünftiger zu fahren. Aber versprechen kann ich nichts. Weil man ist ja doch immer ein bisschen, vor allem in solchen Spielen, ganz ehrlich hier, Ampeln und sowas und Geschwindigkeitsbegrenzung. Hä? Wieso? Warum soll man die einhalten, ne? Ups! Das ist jetzt ja heute schon zum dritten oder vierten Mal. Schweinetransporter. Welchen Kapitel waren wir jetzt? Kapitel 9, ne? Da haben wir, glaube ich, ja doch, dann haben wir schon über die Hälfte des Spiels absolviert. Mal schauen, ob die... Na gut, das hängt natürlich auch davon ab, wie lang die jeweiligen Kapitel gehen. Wenn die anderen natürlich jetzt länger werden, dann haben wir natürlich doch auch ein bisschen vom Spiel. Ansonsten ist es auch nicht schlimm, wenn das natürlich schnell vorbei sein sollte. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir spätestens morgen das Spiel abgeschlossen haben werden. Ja, da kommt halt einfach ein neues Game dran und fertig ist die Sache. Okay, da sind wir. So, aussteigen. Was ich mich nur gerade frage, ist... Morgen, Eddie. Hey, Vito. Ich will dir jemanden vorstellen. Vito, das ist Carlo Falcone. Sehr erfreut, Mr. Falcone. Vito? Also, Vito... Was hältst du von Alberto Clementi und Luca Guarino? Naja, ehrlich gesagt, Mr. Falcone. Diese Arschlöcher wollten mir erst 5 Riesen abknöpfen und mich dann im Knast verrotten lassen. Sieht ihnen ähnlich. Die zwei führen irgendwas gegen unsere Familie im Schilde. Und das bedeutet, dass wir etwas unternehmen müssen, bevor sie etwas unternehmen. Eddie erklärt dir alles Weitere. Ich zähle auf dich, Vito. Wiedersehen, Sir. War mir ein Vergnügen. Was zum Teufel ist los? Ein Auto mit 3 unserer Jungs ist gestern Nacht verschwunden. Könnte sein, dass Luca Guarino was damit zu tun hat. Wer sind die 3?
Harvey Beans und die beiden Jungs, die ihn beschützen sollten. Tony Balls und Frankie der Ire. Beans ist Carlos Buchhalter. Wenn er singt, sind wir alle am Arsch. Okay, was habe ich zu tun? Warte vor Freddys Bar auf ihn, beschatte ihn und finde raus, ob er die Finger im Spiel hat. Und dann? Sollte sich rausstellen, dass er da mit drinsteckt, legst du den Sauhund um. Und wenn unsere Jungs noch am Leben sind, dann hau sie raus. Hoffentlich schaffst du es, bevor sie was über unsere Organisation ausgeplaudert haben. Wo könnten sie stecken? Ich habe keine Ahnung. Sei auf alles vorbereitet. Du brauchst eine schnelle Karre und ordentlich Artillerie. Gut, kein Problem. Komm wieder her, wenn du alles erledigt hast. Und Vito, kein Sterbenswörtchen zu irgendjemand. Klar. Mal eben eine Frage so nebenbei, ne? Läuft der Stream bei euch? Weil irgendwie buggt bei mir gerade das Twitch-Fenster. Weil, obwohl ich das jetzt selber gerade auch anschaue, ja, steht bei mir zum Beispiel 0 Zuschauer und das kann ja nicht sein, da ich ja auch selber gezählt werde. Okay, ihr seid auf jeden Fall noch da, also buggt das auf jeden Fall gerade rum. Okay, macht ja nichts. Muss an diesen, muss an dem Update, denke ich mal, liegen, weil das Design hat sich jetzt geändert, ne? Gestern war das ja noch das andere Design. So, okay, raus. Mal raus und zur nächsten Mission. Gut, dann bin ich auf jeden Fall beruhigt. Wenn das gut läuft, dann bin ich zufrieden. So. Herauf. Einmal drehen. Sag mal, sind das nicht auch unsere Car? Nee, unsere waren so ähnlich. Dieses Auto finde ich nicht so geil. Wir sollten uns auf jeden Fall danach nochmal eine andere Karre schnappen. Aber die mit diesem fetten Motorblock vorne, die fand ich eigentlich schon recht nice. Bis auf das Verdeck halt. Aber da können wir vielleicht mal mit zur Werkstatt fahren. Mal gucken, ob wir das vielleicht auch in Schwarz umfärben können. Weil das hatte schon so ein bisschen was von Mad Max. Das habe ich da ja auch schon gesagt zu dem Zeitpunkt. Apropos Mad Max, das Spiel Mad Max. Ne? Werden wir natürlich dann auch irgendwo noch machen. Lukas Wagen? Na, wo steckst du, Luca? Da bist du ja. Okay, es kann losgehen. Ich darf nicht zu nah ran, sonst sieht Luca mich. Okay. Sieht aus wie das Batman-Mobil, was wir ja schon haben. Das Batmobil. Hier kommt es echt so vor, dass in dieser Gold Edition, ich glaube das Gold Edition ist das hier, ja, dass man da halt schon alle Special Autos hatte, die von irgendwelchen anderen Leuten gefahren werden. Das heißt, dieses Auto, wo wir jetzt gerade drin sind, wird auch noch irgendwann... Wow. Oh, 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 gib Gas, gib Gas! Ich verliere ihn. Ich will hier echt eine andere Karre wählen sollen, echt. Das Ding ist echt zu lahm. Aber man konnte das jetzt auch nicht an, dass man jetzt jemanden verfolgen muss. Ja, die haben alle so ein hässlich rotes Verdeck. Was soll denn das? Riverside, okay. Ah, ich dachte gerade. Fährt er zum Schrottplatz? Nee, der fährt nicht zum Schrottplatz. Oder doch? Bruce's Schrottplatz? Oh nein, Mike hat mit so einer Scheiße nichts am Hut. Nee, doch, er fährt dran vorbei. Okay.
bisschen Abstand. Das ist jetzt überhaupt nicht auffällig, oder? Clementis Schlachthof, na klar. Eddie hat wohl recht. Okay, ich muss unbemerkt da rein. Okay. Na, wer bist du? Ich muss was trinken. Mach ja? Glücklich. Glücklich im Hals. Mhm. Machst du da? Typ? Okay. Ja, den lassen wir mal lieber alleine. Ja, wie kommen wir denn da jetzt rein? Bis ich weiß, was mit den Jungs ist, darf mich keiner sehen. Okay. Wer bist du? Ja, so sehen der Großteil meiner Fahrzeuge auch aus vom Motor. Hab aber auch keine Ahnung, woran das liegt. Ja, wie kommen wir hier jetzt rein? Stimmt. Ach, das müssen wir aber, glaube ich, vor einer Mission dann mal machen, ne? Das vergesse ich auch immer wieder. Wobei, wir haben ja einige Waffen gesammelt in der letzten Mission. Okay, für die Thompson haben wir jetzt keine Munition, aber für die anderen... Okay, könnte man bestimmt noch ein bisschen... Okay, die MP40 kann bestimmt noch mehr tragen. Das MP bestimmt auch. Der ist auf Max, der auch. Und die Magnum ist, glaube ich, auch auf Max. Die Schrotflinte haben wir auch auf Max. Aber was wir uns, glaube ich, kaufen können, da hast du recht, ist hier das MG42. Das können wir uns, glaube ich, auch holen, weil das wurde ja schon im Spiel freigeschaltet. Das hatten wir in einer Mission ja gestern schon geholt. So, jetzt nur die Frage, wie kommen wir jetzt hier rein? Wo kommen wir? Müssen wir... Die Kanalisation, das könnte klappen. Ah. Ist das der von eben? Er trinkt das einfach ganz alleine, dieser Geizhals. Schätze, das kann ich aufbrechen. Oh Mann, wie das stinkt. Jetzt stell dich nicht so an. Ein hier. Waffen sind hier nicht erlaubt. Der Köter könnte Probleme machen. Welcher Köter? Ach, da oben. Okay. Können wir uns denn hinduken? Ne, können wir auch nicht. Riesenratte. Scheiße! Und Scheiße. Wenn er jetzt bloß ein paar Steaks geholt hat, bringe ich jemanden um. Oh, da liegt ein Heft. Moment. Kann man sich das angucken, den Playboy? Ich glaube, wir haben schon mehrere davon übersehen. Kann das sein? Info an. Was ist bei der Info? Playmate 23. Kapitel neu. Mist. Das war so klar. Okay. Weiter geht's. Toll, da haben wir 8 Kapitel lang kein Heft gefunden. Wie kann das angehen, Leute? Okay, jetzt müssen wir verstärkt danach Ausschau halten. So, aber die Leiter nach oben. Ne, jetzt wissen wir ja, was wir in jeder Episode, in jedem Kapitel halt machen müssen. Wir müssen nach Heften Ausschau halten. Jetzt hat das Spiel auch endlich einen Sinn, oder? So, ne, da ist ein... Scheiße. Ey, ich kann mich nicht ducken. Oh, was macht er? Was macht denn der? Wieso kann er sich... Waffen sind hier nicht erlaubt. Was soll denn das? Legt ihn um, ihr Idioten! Oh, toll. Du hast dich verraten. Verräter! Wie konntest du dich nur selber verraten?
Oh no, jetzt müssen wir da nochmal wieder hinfahren. Oh nein, ich will nicht. Aber diesmal nicht mit dieser Karre. Wir nehmen uns irgendeinen anderen. Den! Boah! Alter! Nimm mir den hier. So. Alter, der hat aber viele Schlösser. So. Den. Den. Verdacht auf Autodiebstahl! Oh Mist, ey. So, lass mich da erstmal rein. Kurz schießen und tschüss. Nee, nicht rausreißen. Das ist doch voll doof, Mensch. Dann halt hier. So, Tür zu und los geht's. Tschüss. wie stumpf. Ja, die können ja mein Auto haben. Habe ich jetzt extra für die Kurz geschlossen. So, los geht's. Ja, und wir haben ein Polizeiauto. Sehr schön. Nice. Ja, der fährt sich eigentlich gar nicht so schlecht. Ah ja, genau, die MP42. Ja, gut, dass du das nochmal erwähnst. Waffengeschäft. Haben wir hier noch irgendwo eins? Ne, okay, dann müssen wir das... Nehmen wir das eben. So. Ja, der dreht ein bisschen zu doll durch. Aber kein Wunder, dass die Polizei so gut mithalten kann. Die haben echt ordentlich was unter der Haube hier. Wanted. Scheiße, das Auto wird natürlich gesucht. Das ist doof. Das ist nicht so gut. Vielleicht sollte ich das Auto doch nochmal eben umtauschen. Was meint ihr? Oder ich lackiere den um. Kann man den umlackieren? Ich weiß es nicht. Ups. Dein aktuelles Fahrzeug kann diesen Service nicht nutzen. Mach mal Platz hier. Ey, wir müssen uns eine andere Karre suchen. Das ist scheiße. Wenn wir gesucht werden von vornherein. Na super, ich bin jetzt auch gesucht. Welche Karre nehmen wir denn? Der? Ne, nehmen wir den hier. Den nehmen wir. So. Schloss 1. Weil die andere Karre wäre bestimmt mega geil gewesen. Wenn die schon so gut gesichert war mit 5 Schlössern da drin. Empire Classic. Ja, hier. Die Polizei mal wieder, ne? Die wissen es, wie man es macht hier, wenn man Stau verursachen möchte. Ja, man sieht es eindeutig. Lass den Wagen da einfach so stehen, das geht gar nicht. Muss man eigentlich gleich melden. So, jetzt erstmal ab zum Waffengeschäft. Bevor wir das wieder vergessen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen jetzt mal ein bisschen gucken, was wir da uns so kaufen können. Und ob wir uns das MP42 holen können. Quatsch, das MG, nicht das MP. Hoffentlich kostet das nicht so viel, ey. Ey, was ist das denn für eine Wegfindung? Was ist das für... Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Ich wurde gerammt. Man hat so... Ey, ganz ehrlich, diesmal hab ich nichts gemacht. Da ist jemand in mir reingefahren. Aber wir werden schon wieder gesucht, ey. Das ist doch... Mann. Ey, diese Wegfindung, was soll denn das? Das war ja wohl null zum Ziel. So, wie kommen wir jetzt am besten zum Waffengeschäft? Ja, wo sind wir denn? Nehmen wir das hier. Diese Wegfindung, ey, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Als wäre es in anderen Spielen, die auch heutzutage rauskommen, immer noch so. Nein, nicht die Polizei. Na, ja, lustig werden, wenn wir schon besucht werden. Also gleich wieder Fahrzeug wechseln, oder was? Oh, schon wieder die Polizei, ey, das kann man nicht angehen.
auch mal Platz hier. Oh, die Polizei. Kann es sein, dass das Radio wieder lauter geworden ist? Naja, egal. Lassen wir es einfach so. Soll uns nicht weiter stören. Oh, die Polizei wieder. Aber die stört. Die stört ungemein. So, raus. Und ab zum Waffenshop. So, zeig mal, was du anzubieten hast. Suchen Sie was Bestimmtes? Ja, MG42. Munition für die Magnum. Was ist deine kaufen Waffe wir. Ohne Munition? Genau, kaufen wir. Munition, Munition. Das haben wir. Gibt's uns hier nichts? Hä? Kein MG42? Wieso, wo ist denn? Oder brauchen wir einen anderen Shop? Toll, wie kriegen wir denn jetzt unseren Status weg? Wahrscheinlich müssen wir uns um... Hey, hier ist genug Platz für uns beide. Du wärst von der Polizei gesucht, zieh dich um. Na klasse. Oh nee, ey. Wollen wir den über den Haufen schießen? Oh ja, ist gut. Wie soll ich mich denn jetzt so schnell umziehen? Mal eben gucken. Ach, das ist doch Müll, oder? Obwohl, wir wollten ja eh mal gucken, ob wir noch so einen dunkleren Mantel finden. Das können wir natürlich dann doch noch machen. So. Rein da, schnell! Fette ca. 1,80 groß, dunkles Haar, normaler Körperbau. Mach mal Platz hier. Ich muss mir einen neuen Mantel holen. Alter! Die schießen auf uns! Ich habe das dumme Gefühl, dass wir gleich Asphalt von unten sehen werden. Scheiße. Mann, ey, guck mal hier, was alles wegen der Polizei so alles drauf geht. So viel Chaos würde ich ja ohne Polizei gar nicht machen. Das ist ja furchtbar. Raus. Lass mich mal raus. Lass mich raus. Lauf. Kann ich überhaupt in diesen Laden rein? Und Tür zu. Tür zu. Alles gut. Oha. Guten Morgen. Den Bullen im Nacken kann ich da nicht hin. Ich muss den Kopf abschütteln. Ah, super. Na gut, dann müssen wir gleich ein bisschen schießen. Oder wir verstecken uns einfach. Das ist ein Bulle. Wie die hier einfach reinschießen, obwohl da noch die Verkäuferin steht. Was stimmt mit denen nicht? Alter, guck mal, Alter! Jo, genau! Ich krieg das auch noch angehängt, habt ihr's Alter, was ist denn das? Das war eindeutig die Polizei. Alter, habt ihr das gesehen? Ey, mir wird das angehängt. Alter, was sind das für Schweine? Typisch, ey. Hä? Wer hat den geschossen? Hä? Wer hat mich denn jetzt abgeschossen? Okay, das fand ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Wer hat mich denn jetzt gerade da weggeknallt? Na gut, war aber auf jeden Fall lustig. Vor allem die Szene gerade, wo der Polizist die Verkäuferin wegschießt und mir wird das angehängt. Naja, nehmen wir doch unsere Krüppelkarre hier. So, jetzt aber ordentlich weitermachen. Wir wissen jetzt ja, wo wir hin müssen. Wobei, die Karre reizt mich natürlich, ne? Nee. Egal, das lassen wir jetzt. Sonst passiert das gleich wieder. Ach ja, genau. Wo könnte denn so ein Militär-Heini sein? Waffengeschäft. Wo haben wir denn noch eins? Wir hatten Waffengeschäft. Welches könnte das denn sein? Hier oben haben wir auch noch eins.
Da auch noch. Ruski. Woran erkennt man das denn, ob das ein Militär-Job ist oder nicht? Weiß ich auch nicht. Wollen wir die anderen mal abfahren? So, das Waffengeschäft müsste direkt da sein. Wenn wir direkt zu Freddy's Bar fahren, müsste das Geschäft direkt da sein. Würde ich mal sagen, nehmen wir das zuerst. Das MP-Symbol. Du meinst die Tankstelle? Sonst sehe ich hier gerade... Ach, da oben. Oh Mann. Jo, alles klar. Zu Harry. Ich wusste doch, dass der Potter irgendwo noch auf uns wartet. Der kann uns bestimmt einen MG42 herbeizaubern. Hoffen wir einfach mal, dass er wirklich so eine geile Waffe da hat. Mal einmal abbiegen. Das war knapp. Passt da aber. Oh, das wird sehr eng. Hat auch noch gepasst. Die lernen es einfach nicht. So wird das nichts, wenn man da anhält. Das ist wie auf der, bei der Autobahn, ne? Da gibt es doch tatsächlich Leute, die beim Beschleunigungsstreifen abbremsen, wenn gerade ein LKW neben denen ist, auf der Fahrspur. Dann bremsen die ab, weil die sich dann nicht trauen, auf dem Standstreifen weiterzufahren. Aber das... man kann doch nicht einfach abbremsen auf dem Beschleunigungsstreifen. Dafür ist er ja da, um Gas zu geben. Wenn man halt nicht raufkommt, dann muss man halt noch ein bisschen weiterfahren. Oh nee. Oh, wollen wir es bezahlen oder wollen wir wegfahren? Ach Mist, ey. Jetzt haben wir natürlich auch so eine Krüppelkarre so gewählt, ey. Aber dann kommen wir ja nie. Oder? Gehen wir denn irgendwie los? Mal gucken. Vielleicht rasen die ja irgendwo rein. So wie wir jetzt. Das hat keinen Zweck, ey. Ich bezahle das Geld. So. Ja, ich bezahle. Das gibt einen saftigen Strafzettel. Oh, das ist voll teuer. Danke, Officer. Ich will deine Visage nicht mehr sehen. Ja, wir müssen uns erstmal das MG42 holen. Wahrscheinlich können wir uns das jetzt gar nicht mehr leisten. Mann, ey, das ist aber auch teuer. Ey, 50. Ey, $50. Wir brauchen unbedingt ein anderes Auto, das geht nicht. Ah, stimmt, ja, genau. Hier hatten wir ja auch das MG42 hingebracht. Ja, wer ist da? Ich bin's, Vito. Rein mit dir. Wir können das natürlich beim nächsten Mal einfach mal probieren. Aber ich will mich trotzdem ein bisschen sicherer fühlen, wenn wir eine bessere Wumme haben. Oder wir nehmen diesen Propeller.
Hey, na sowas. Hallo, Vito. Ja, hallo. Was hast du denn Schönes? Munition nicht vergessen. Mhm. Aber erstmal will ich gucken, was du hier noch so hast. MP40, die Thompson, Magnum, Schrotflinte, die Pistole. Aber, kein MG42. Na, klasse. Weiß ich auch nicht, da lohnt sich die Waffe, lohnt sich jetzt nicht, oder? Wir haben ja schon 3 Pistolen. Ich denke auch, der ist total vertrauenserweckend. In so einer Seitengasse. Da sollte man hier auf jeden Fall einkaufen. Ich denke mal, wir kaufen jetzt einfach nur Munition für alle Waffen. Weiß ich, oder wollen wir die Pistole auch nehmen? Wollen wir die auch noch nehmen? Was meint ihr? Ich trinke mal eben was. So, alles klar. Nur Munition. Er hat gemacht. So, Magnum-Munition hatten wir. MP. Wie meine Mutter immer sagte, man kann nie genug Munition haben. Mhm. Schlaue Worte. Ups, nee, ich wollte doch zurück, so. Jetzt frage ich mich nur, wann bekommt man denn das MG42? Na, vielleicht kommt das ja noch. Du wirst langsam mein bester Kunde. Wahrscheinlich bin ich auch dein einziger Kunde. Kumpel, wollte ich schon fast sagen, hier. Alter, der hat so viel Kohle, hat der. Nee, wir lassen das jetzt. Wir sparen. Und wir haben schon 3 kleine Knarren, das muss reichen. Wir haben eine Magnum, wir haben die Standardwaffe und diesen kleinen Revolver. Das muss reichen. Ups. Ja, ich hab ja nix. Hat der gerade eine Knarre gezogen? Wir brauchen eher eine andere Knarre. Endlich ab, du Arsch. Ja, was willst du? Ups, aus Versehen passiert. Nee, die können wir uns später kaufen. Wir brauchen erstmal ein bisschen mehr Geld. Machen wir beim nächsten Mal. Außerdem haben wir schon die MP40. Da haben wir schon eine deutsche Waffe. Das reicht ja erstmal. Ich glaube, die Sachen bleiben eh erhalten. Deswegen, ich meine ja, wir sparen jetzt erstmal ein bisschen mehr. Ja, wir sparen jetzt erstmal ein bisschen mehr Geld zusammen. Und dann kaufen wir uns da was Ordentliches. Okay, jetzt den ganzen Weg zurückeiern, um jetzt endlich diese Mission vollführen zu können. Ich weiß gar nicht, müssen wir das Heft jetzt nochmal einsammeln? Dürfte ja eigentlich nicht so sein, ne? Ärgerlich, oder? Hätten das gewusst, dass man hier so eine Hefte sammeln kann, ey. Na! Oh, die Polizei. Der ist ganz vorsichtig, ey. Das können wir mit dieser Karre einfach nicht machen. Eigentlich müsste ich echt mal zur... Wo ist denn unsere Bude da hinten? Nee, das reicht jetzt dafür. Oh Mann, ey, Polizei. Ich will abbiegen. Ich kann vordrängeln. Und ich kann auch dran vorbei, wenn ich nicht dran fährt. Oh.
Das war unmöglich für mich zu schaffen. Die hat ja so viel, dachte die Frau da, die hat da so viel rübergezogen. Lukas Wagen? Ah, wo steckst du, Luca? Da bist du ja. Okay, es kann losgehen. Ich darf nicht zu nah ran, sonst sieht Luca mich. Keine Sorge. Deiner Lahmkabel hier passiert schon nichts. Boah, 40 darf man hier fahren. Bis unsere Karre auf 40 ist, hier sind wir schon an der nächsten Kreuzung. Nicht so nah dran. Ja, was machen die denn hier? Die bremsen auf der Schnellstraße hier. Das kann aber nicht angehen. Immer das gleiche. So entsteht Stau. Wohin fährst du, Luca? Nach Riverside? Wie fahren die denn? Also ich bin nicht der Einzige, der hier so kaputt fährt, ey. Die fahren genauso schrottig. Ruskis Schrottplatz. Oh nein, Mike hat mit so einer Scheiße nichts am Hut. Nicht so nah. Allein, dass er das nicht merkt, ne? So eine abgelehnte Straße zu so einem alten Kraftwerk. Ey, das müsst ihr doch im Rückspiegel allein schon sehen, dass da jetzt eine alte Schrottmühle hier. Clementis Schlachthof, na klar. Eddie hat wohl recht. Okay, ich muss unbemerkt da rein. Okay. Diesmal wissen wir ja wohin. Ich würde jetzt interessieren. Die Kanalisation, das könnte klappen. Stürzt er hier gleich runter? Ach, der packt sich da eh hin. Na sieh mal, ich dachte, der wäre hier hingefallen, weil er gegen das Auto gelaufen ist. Okay, rein in die Scheiße. Schätze, das kann ich aufbrechen. Alles klar. Oh Mann, wie das stinkt. Stell dich nicht so an, Vito. Der Köter könnte Probleme machen. Ja, das haben wir eben gemerkt. Da hatten wir echt Probleme danach. Und wir konnten uns nicht ducken, wir konnten nichts machen. Das war echt ein bisschen ärgerlich. So, jetzt mal gucken, ist das Heft jetzt wieder hier? Scheiße! Nee, ist weg. Aber die Scheiße, die durften wir nochmal einsammeln. Wenn er ein paar Steaks geholt hat, bringe ich jemanden um. Leiter. Und jetzt müssen wir mal schauen, was. Vielleicht müssen wir auch gleich wieder runterklettern. Keine Ahnung. Leiter. Da ist der Hund. Ah. Ich glaube nicht, dass wir wieder runter können. Scheiße, können wir auch nicht. Ich muss hier raus. Nein, hier ist keiner. Jetzt aber können wir uns wieder hinducken. Jetzt kriege ich dich, du knochiger kleiner Scheißkerl. Die Frage, wie kommen wir da jetzt hin? Ah, okay, wir können hier hochklettern. Da durch.
Wir nehmen die. Können noch keine Waffen in die Hand nehmen, okay. Weil die MP40, die nehme ich schon mal. Ne, das ist nicht die MP40. Da. Du schläfst gut. Was? Der Stream ist down? Also bei mir läuft er noch. Ich hoffe nicht, dass er jetzt down ist. Ich hoffe, der Boss weiß, was er hier tut. Das bedeutet Krieg. Ich. Ah, gut. Ich glaube eher, da wurde. Da hat einfach. Ja, entweder hat der Router gerade den 24 Stunden. Alles klar. Gut, gut. Oh, muss ich mich jetzt hier durchschießen oder soll ich. Muss ich mich hier noch irgendwie durchschleichen? Oh, da ging es nicht weiter. Alter! Legt ihn um, ihr Idioten! Okay. Wir dürfen nicht gesehen werden. Wir dürfen nicht schießen. Wir dürfen nicht gesehen werden. Weil sonst werden die anderen hingerichtet. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Nee, das war so, ne? Die anderen, die haben die hingerichtet, weil. Rette die Jungs, finde heraus, wie sie. Nee, wo sie festgehalten werden. Die Magnum. Nee, die kleinen Revolver. Nee, wir nehmen die Standard-Dinge. Die Standard-Wummel. Das war ja scheiße. Also, da ist nichts mit durchschießen. Eigentlich kann ich die Waffe auch wegstecken. Ah, no, ey. Ich stehe hier nicht den ganzen Tag rum. Ich habe keine Lust, alles allein zu machen. Ich rauch doch nur eine. Reg dich ab. Ja, den Spruch kenne ich schon. Ich kann dich sehen. Nein, doch nicht. Nein, doch nicht den. Ich wollte doch nicht den. Ach, Mann. Warum muss Vincent noch davor laufen? Der Metzger da. Ich wollte doch den Typen mit dem Hut da. Nicht den Schwein. Wenn du schießt, werden die Jungs erschossen. Da stand es auch gerade. Scheiß. Ja, was zum Teufel ist hier los? Sieht nicht so aus, als ob. Ja, der arme Metzger, ey. Den wollte ich auch gar nicht. Ich hab keine Lust, alles allein zu machen. Wer ist da? Halt! Ja, wer niemand. Ist da? Hier ist niemand. Halt! Boah, da hinten sind. Hä? Ach, das ist doch. Legt die um, ihr Idioten! Das funktioniert auch nicht. Gut. Jetzt sind unsere Optionen aber echt sehr, sehr gering. Also, entweder müssen wir doch nach rechts durch die Küche. Da müssen wir jetzt gleich nochmal auf die Map achten. Ob da in der Küche auch einer stand. Das finde ich. Das ist jetzt. So, lass mich da mal rein. Ich brauch doch nur eine, reg dich ab. Was sieht gerade? Okay. Was machst du denn da? Hä? Was ist los mit dir? Warum machst du das? Bleib bei. Geh Schweine killen. Auch nicht mich hier. Was soll denn das? Mann, der ist gut. Auch nicht gut genug. So, Feierabend.
schnell speichern wäre jetzt nicht schlecht, ne? Tür öffnen. So, kommen wir nach da weg. Also, du willst da sind wieder Metzger. Vielleicht müssen wir die doch ausschalten. Ich habe das Gefühl, weil sonst fighten die uns hier alle weg. Nein! Da hinten ist... Oh, nein! Also, ganz ehrlich, leises Ausschalten oder leises Ausschalten, verstehe ich, dass die Gegner das nicht mitbekommen, aber den, den man versucht zu erwürgen, oder beziehungsweise bewusstlos zu machen, ja, der schreit ja so dermaßen laut, scheinbar. Hm, okay, also leises Ausschalten können wir komplett knicken. Wir müssen echt entweder boxen wir die ganzen Metzger weg, ja, oder wir schleichen komplett an denen vorbei. So, lass mich doch mal fix. Was soll denn? Hä? Was ist denn das? Was stimmt mit dem Metzger nicht? Leg ihn um, ihr Idioten! Okay, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, glaube ich. Ey, das wäre so einfach, sich jetzt hier durchzuschießen. Aber nee. Scheiß. Ja, was zum Teufel ist hier los? Ich stehe hier nicht den ganzen Tag rum. Ich habe keine Lust, alles allein zu machen. Geh weg, Metzger. Ich brauch doch nur eine. Reg dich ab. Ja, den Spruch kenne ich schon. So, aber den kann ich doch, oder? Oder geht das jetzt auch wieder nicht? Der hat auch keinen Ton gesagt. Und da hat das gepasst. So, hier rein. Tür schließen. So, noch einmal hier hinüber. Also, du willst immer noch kündigen? Und dann laufe ich jetzt mal außen rum. Das arme Schwein. Eigentlich sind wir ja nur für die Schweine hier, um die zu retten. Hey, ihr beiden. Schichtwechsel. Was soll das heißen, Schichtwechsel? Hast du Tomaten in den Ohren? Ihr seid fertig für heute. Aber ich habe erst die Hälfte von... Muss ich es nochmal sagen? Schichtwechsel! Verpisst euch von hier! Okay, soll mir recht sein. Halt die Klappe. Gehen wir. Ah, das passt. So, die Tür ist zu. Komme sofort! Schon fast geschafft, Leute. Sind schon fast da. Jetzt natürlich die Frage, dürfen wir die jetzt dann erschießen? Oder sollen wir da einfach nur ein Foto von machen? Ich dachte, deine Frau hat... Glaubt ihr, ich weiß nichts von dem Stoff? Und wo ihr das Geld dafür herhattet? Falcone hält sich für so scheiß schlau. Aber damit kommt er nicht durch. Na los, wie habt ihr das Zeug in die Staaten gebracht? Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin nur ein Buchhalter. Versuch bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen. Soll's dir so gehen wie deinem Kumpel hier? Da, schau ihn dir gut an. Glaubst du, du bist härter im Nehmen als er? Wenn wir mit euch fertig sind, dann drehen wir euch durch eine der Maschinen hier. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich so nett sein soll, euch vorher euer verdammtes Licht auszublasen. Was ist das für ein ekelhafter Gestank? Ach. Hey, wer ist denn verlassen? Da? Was bist denn du für einer? Spielt das wandelnde Scheißhaus hier den Helden oder was? Halt die Fresse, Luca! Hey, dich kenne ich doch. Klar, du bist doch der Kumpel von diesem Schwachkopf Barbaro. Ich hab gedacht, du sitzt noch im Knast. Was soll das hier werden, wenn's fertig ist, Kleiner? Falcone schickt mich. Es gefällt ihm nicht, dass irgendwelche Schwanzlutscher seine Jungs zu Hackfleisch verarbeiten wollen. So... Du gehörst jetzt also zu Falcone, hä? Herzliches Beileid. Dir fehlt der Durchblick, sonst wäre dir klar, dass du im Bau wesentlich besser aufgehoben warst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Oh. Ito. Ah, wir dürfen boxen, Leute.
Endlich, ne? Zack. Bam. Ja, das mit dem Boxen habe ich echt langsam drauf. Wenn die Trash-Skills auch noch irgendwann besser werden, dann ist alles gut. Wo läuft der hin? Was versucht er? Zack. Oh. Ich habe einen eingesteckt. Na komm. Los, Sammy, nicht so zimperlich. Komm her. Und? Ich möchte nicht mit dir tauschen, Arschloch. Ja, komm schon. So, mach wieder ein. Ja, der wird auch vorsichtiger, so kommt mir das zumindest vor, ey. Zack, weg. Und jetzt aber. Fertig. Okay, können wir uns wenigstens... Ah, es ist Kontrollpunkt. Kontrollpunkt ist schon mal gut. Nachladen, nachladen. Ihr habt euch mit den Falschen angelegt. Ganz genau. So, wo ist denn... Wo ist der andere? Hier war doch noch einer. Danke, Victor. Du hast was gut bei uns. Hat dich Eddie geschickt? War es nur einer? Ich bring den Hurensohn um. Vince, bleib hier. Und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. In Ordnung. In Ordnung, aber vergesst mich nicht. Okay, Freunde? Alles klar, ich denke mal, wir laufen mit dieser Knarre jetzt rum, ne? In der Luca. Steh an der falschen Stelle. Leck mich! Daneben! Na komm. Was ist er denn? Ich kann dich sehen, du Okay, Vito, kauf mir uns den kleinen Wichser. Alles klar. Oh, schade, ey, dass wir von der MP40 nicht so viel hier finden. Ja, bist dich in die Hose, bis ich Weil das ist schon von den alten Gewehren, finde ich, also von den Maschinengewehren. Sind sie erledigt? Das Sturmgewehr ist ja besser mal, gesagt. Sind das schon die ist. Besten Waffen? Nee. Das merkt man bei COD auch, also bei den alten, bei COD 1 und 2 merkt man das auch von den Sturmgewehren. Das ist MP40 ist schon am genauesten. Wie viel hält er denn aus? Viele sitzen dann noch. Nachladen. Okay, jetzt kommen die Thompson dran. Aber wie viele. Ganz ehrlich, wo kommen die denn alle her? Uiuiui. Das wäre verschief gegangen. Ich mir. Gib mir Deckung. Das hat Spaß gemacht. Jetzt schnappen wir uns den kleinen Schwanzlutscher. Ja, Moment, ich möchte mal eben die Munition einsammeln. Eben die Munition. So. MP40 hat leider keiner dabei. Schade. Dicke Knarre raus, ganz genau. Hm.
machst du da? Scheiße, so kriege ich die Tür nicht auf. Ja, wir brauchen etwas Schweres. Ein Rambock oder so. Ich hab's. Wir nehmen die Karre. Eine Antigravitationshacke bei hast. Habt ihr das gesehen? Ich dreh dem Scheißkerl eigenhändig den Hals um. Hält sich für verdammt schlau. Hält sich wofür verdammt schlau, was? Na los, dann komm doch her! Scheiße, was macht der Wichser da drüben? Verschwinde, du Arsch! Ich prügel dir jeden Knochen einzeln aus dem Leib, du kleiner, schwanzlutschender Hurensohn! Die Grobarbeit ist erledigt. Ich vergnüge mich noch ein bisschen mit ihm, bevor ich ihm den Rest gebe. Bist du dabei? Danke für die Einladung, aber ich verzichte. Dich ekelst vor Blut, hä? Nein, mich ekelst vor Luca. Kann ich verstehen, aber da entgeht dir was. Gibt viele hübsche Spielzeuge hier in dem Laden. Ah, warte. Eddie wollte, dass ich mich um ihn kümmere. Mach dir deswegen keine Gedanken. So wird's nur ein bisschen länger dauern. Dieser Dreckskerl hat keinen schnellen Tod verdient. Ich schätze, da hast du recht. Ich, geh mich mal waschen. Ich stinke ja schlimmer als eine Jauchegrube. Sag Eddie, dass er Luca abhaken kann. Hey, Beans, mach die Tür auf. Es ist alles vorbei. Du. Du lebst noch? Ja, was hast du erwartet? Hilfst du mir, unserem Freund Luca zu verarzten, bevor wir uns von hier verziehen? Eigentlich wäre das nicht mehr als gerecht. Der kommt mir auch ein bisschen suspekt vor. Ist hier eine neue Waffe gewesen? Moment, hier stand irgendwas. Thompson aufheben. Das ist eine andere. Das ist doch genau die gleiche, oder? Nee, Tatsache. Wir haben eine neue Waffe. Eine neue Knarre. Aber sonst einsteigen. Tja, dann nehmen wir einfach diese Karre. Die haben wir zwar schon. Fährt aber einfach am besten von den Fahrzeugen hier. Tor aufmachen. Na, komm. Schieb das auf. Na gut, funktioniert nicht. Dann halt so. Wie gefällt euch das Spiel denn bisher? Beziehungsweise, man kann ja auch genauso fragen, habt ihr das Spiel denn selber schon gespielt? Ich hatte das ja schon bei mir erwähnt, ich habe das 2011 schon mal gespielt gehabt, aber ganz ehrlich, ich kann mich echt an diese Story null irgendwie erinnern. Oh nein, ey. Nee, diesmal hauen wir ab. Diesmal wird hier nichts bezahlt, ey. 50 Flacken für sowas. Das können wir vergessen. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Nur die Kurven, aber die halt. So, abgehängt. Sehr schön. Auf jeden Fall zu Eddie. Ich muss schon sagen, also dieses Mobil fährt sich schon echt am besten. Also die anderen echt total zurückgeblieben hier, die diese anderen Fahrzeuge fahren. Wobei, ah nee, ich habe ja schon fast vergessen, wo ich gerade das rote Verdeck wieder sehe. Da
Da haben wir ja auch noch eine Karre. Da wollte ich mal gucken, ob ich das vielleicht noch farbig abändern kann. Ja, aber schauen. Also ich denke mal, morgen werden wir das bestimmt schon zum Schluss bekommen. Zum Schluss kriegen. Und dann müssen wir mal schauen. Hatte ich eigentlich vor, halt Enslaved zu spielen? Da weiß ich halt auch gar nicht, ob das überhaupt jemand kennt. Also ich kenne das auch nicht. Hatte das nur bei Steam gesehen. Habe gedacht, sah nicht so schlecht jetzt aus von dem Trailer. Kaufe ich mir einfach mal. Das hatte ich dann gedacht, machen wir erstmal als nächstes. Und dann ist ja auch Mafia 3 ja auch schon bald draußen. Und sollten wir Enslaved aber auch vorher schon abgeschlossen haben. Ja, dann mache ich, da stelle ich dann 3 Titel zur Auswahl, die wir dann, einen davon, da können wir dann abstimmen. Okay, auch noch nie gehört. Ja, wie gesagt, ich habe das selber auch vorher nie gehört gehabt. Ich hatte das nur gesehen bei Steam, halt gedacht, okay, hole ich mir einfach mal. Ja, dann will ich 3 Spiele dann zur Auswahl stellen nach Enslaved. Und dann stimmen wir einfach mal ab, welches wir als nächstes spielen wollen. Oh ja, oh ja, oh ja. Ach du lieber Himmel, hat er wer einen fahren lassen? Vito, du heilige Scheiße. Bade gefälligst das nächste Mal, bevor du hier antanzt. Du wolltest, dass ich danach gleich komme. Glaubst du, ich lauf gern so rum? Okay, okay, okay. Was ist mit Luca? Erledigt. Sehr schön. Wie geht's unseren Jungs? Hast du sie gefunden? Ja, Luca hielt sie im Schlachthof gefangen. Frankie ist tot, aber Balls und Beans sind okay. Luca hatte sie gerade in der Mangel, als ich kam. Irgendwelche Zeugen? Nur ein Dutzend Leibwächter von Luca, die uns massakrieren. Sag mir vom Leib mit deinem Gestank. Es war echt heftig. Ja, klingt nach einer haarigen Geschichte. Aber hey, du hast die Sache durchgezogen und bist dann rausgekommen, richtig? Geh jetzt und wasch dich, bevor du noch allen hier den Appetit verdirbst. Und verbrenn die verfluchten Klamotten, ist ja nicht zum Aushalten. Ist ja gut, ey, dann 5000 Flaggen. Du stinkst fürchterlich, ich wechsle deine Klamotten. Ja, wir wollten ja eh mal zum Klamottenladen. Das trifft sich gut. Was haben wir denn hier? Zu Hause. Was gibt's da? Wir fahren einfach mal hier vorne zuerst hin. Das Gute ist ja, wenn man dann irgendwie durch Zufall mal ein Spiel findet, ja, was noch gar keiner kennt und sollte sich herausstellen, dass es auch gut ist, da hat man ja eigentlich nur gewonnen, ne? Abbrechen kann man das ja immer noch, wenn das Spiel dann totaler Müll sein sollte. Das habe ich jetzt ja auch schon häufiger gehabt. So. Einmal aussteigen. Hoffentlich haben die hier so ein... ich will hier rein. Hey, jetzt sag nicht, ich muss ja... Ach, da ist die Tür. Wie schlecht. Ich dachte gerade, ey, warum geht die Schiebetür hier nicht auf? Aber ich glaube, sowas kannten die ja noch gar nicht. Ich hoffe, Sie nehmen ein Bad, bevor Sie was anprobieren. Nee. Sieht das direkt hier so an. Teurer Anzug. Ich will wieder so ein Trenchcoat. Ja, genau. Den hole ich mir. Den hole ich mir. Mal gucken, ist das diesmal auch wieder mit Hut. Naja, aber sieht schon. Der sieht doch schon besser aus. Der sieht schon besser aus. Wie hätte denn der Schwarze ausgeschaut? Einfach nur schwarz. Also genau das Gleiche. Ich hoffe, Sie sind zufrieden, Sir. Ja, ich denke mal, das geht schon, ne? Dieses dunkle Braun geht eigentlich schon. Oder? Moment mal. Wenn wir die kaufen, gönnen die uns ja eh, ne? Komm, wir haben jetzt ordentlich Geld. Die feinste Kleidung, wenn da kaufen wir uns... Voilà. Die anderen beiden auch noch. So. Ja, der schon. Den letzten auch noch eben. Bitte sehr. Was ist jetzt der Unterschied dazu? Ah. Okay, behalten wir den. So. Verzeihung. Müsste nur noch die Karre wieder heil sein, aber da... Mache ich jetzt erstmal nichts dran. Jetzt haben wir gerade so viel Geld. Hallo,
Boah, was soll... das war wieder ein Kamikaze-Fahrer. Auch wenn ich jetzt auf der falschen Seite der Straße gefahren bin. Da kann ich jetzt ja nichts führen, ne? So. Ja, Vorsicht, ich muss hier rüber. Vito, da bist du ja. Hey, Eddie. Netter Anzug. Danke. Also, worum geht's denn? Was sollen die Anzüge? Vito, Mr. Falcone nimmt uns heute Abend in die Familie auf. Dich und mich. Wir haben's geschafft. Im Ernst? Heute Abend? Ja, heute. Wahnsinn. Wieso habt ihr das nicht früher gesagt? Wie läuft das ab? Nicht so ungeduldig. Da will sich erst noch jemand kurz mit dir unterhalten. Leo, schön dich zu sehen. Was machst du hier? Hallo, Kleiner. Ich will mit dir darüber reden, was heute passiert. Komm, setz dich. Gern. Sehr gern. Und hey, danke nochmal für alles, was du für mich getan hast, damit ich früher raus konnte. Und jetzt löse ich mein zweites Versprechen ein. Zweites Versprechen? Ja. Ich sagte, ich sorge dafür, dass du möglichst schnell Familienmitglied wirst. Weißt du noch? Die Aufnahme verdanke ich dir, aber du arbeitest für Frank Vinci. Ja. Ich hätte dich gerne in unserer Familie gehabt. Aber ich weiß, dass Joe dein bester Freund ist. Ihr seid zusammen aufgewachsen, so wie Frank und ich. Und Joe hat die ganze Zeit, die du im Knast warst, für Carlo gearbeitet. Drum habe ich Carlo vorgeschlagen, dich und Joe gemeinsam aufzunehmen. Was soll ich da sagen? Danke, Leo. Du musst gar nichts sagen. Weder zu mir noch zu sonst wem. So ist es üblich in unserem Metier, Vito. Ja. Na los, komm jetzt. Lassen wir sie nicht warten. Also dann. Ich gehe schon mal nach oben vor. Was wollte der Alte von dir? Ach, nichts. Wir haben nur über alte Zeiten gesprochen. Als Leo die Seife hat fallen lassen? Du kannst okay, mich mal. Okay, okay, das reicht. Und gehen wir. Führen sich auf wie im Kindergarten. Alles klar, wartet hier. Okay, Jungs, passt auf. Einer nach dem anderen. Und wenn ihr drin seid, gibt's weitere Anweisungen. Klar? Joe, komm bitte rein. Hey. Viel Glück. Diese Wartezeiten, ne? Da weiß man einfach nicht, was man machen soll in der Zeit. Jetzt bist du dran, Vito. Meine Herren, das ist Vito Scaletta. Vito. Du weißt, dass unsere Familie ein Geheimbund ist. Du wirst in eine Gesellschaft von Auserwählten aufgenommen. Eine Gesellschaft, von der Rest der Welt nichts ahnt. Von nun an bedeutet dir unsere Familie mehr als deine leibliche. Oder Gott oder dein Vaterland. Befehle ich dir, deinen Bruder zu töten, wirst du das tun. Zeig mir, mit welchem Finger du den Abzug ziehst. Sprich mir jetzt nach, Vito. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie dieser Heilige. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie dieser Heilige. Amico nostro, meine Herren, unser neuer Freund, Vito Scaletta. Es freut mich, dass sich diese beiden talentierten Männer uns angeschlossen haben. Und es freut mich, dass es im Beisein solch geschätzter Gäste geschehen ist. Insbesondere Don Frank Vinci. Und natürlich. Warum ich mich nach über 6 Jahren Knast wieder auf sowas eingelassen habe? Naja, da wo ich aufgewachsen bin, wurden nur Männer respektiert, die sich nahmen, was sie wollten. Ihr werdet von Eddie für eure Dienste bezahlt. Frank, du hast das Wort. Egal, was ihr tut, Gentlemen. Finger weg von den Drogen. Keine Drogen. So läuft das bei uns. Man kann viel Geld damit machen. Aber nachdem ich jahrelang für andere die Drecksarbeit erledigt hatte, war ich soweit, alles zu riskieren, um nach oben zu kommen. Hey, hey, everybody, let's have some fun. You only live but once, but when you're dead, you're done. So let the good times roll.
let the good times roll. Don't care whether you're gerade auf die hier Achievements, die uns von Steam gezeigt werden gar nicht mit aufgenommen. Soll ich das mit einblenden lassen? Zwar jetzt nicht mehr für heute, aber ab morgen. Wollt ihr das sehen, wenn wir einen Erfolg abschließen? So, sagt ihr, ach, egal, brauchen wir nicht. Kapitel 10. Zimmer Service. Villa Scaletta, was? Wir haben jetzt eine Villa? Das sag gut, euch das mal an, wo leben wir denn jetzt? Alter, eine fette Terrasse. Nee, das ist nicht. Nee. Veranda, ne? Eine Veranda, genau. Eine Veranda. Wo ist denn das doofe Telefon hier? Da. Hallo? Hey Vito, ich bin's Eddie. Hey Eddie, wie geht's? Komm sofort in Joes Wohnung. Okay, gut. Was ist los? Kann ich dir nicht am Telefon sagen. Gut, ich bin gleich da. Okay, sollten wir uns jetzt erstmal wieder was anziehen. Was haben wir denn hier? Jetzt möchte ich mich hier mal eben ein bisschen umschauen. Ist das ein Heft? Nee, das ist kein Heft. So, mal eben schauen, weil das möchte ich jetzt eben gucken, weil der auch und immer diese ganzen Bohnen hier, warum isst er das nicht auf, beziehungsweise warum schmeißt er den Rest nicht einfach mal weg oder packt das in den Kühlschrank oder sowas, aber doch nicht so offen stehen lassen. So, Telefon, da ist nichts. Vielleicht ist hier auch in unserer Bude nichts. Das kann natürlich auch sein. Gut, ziehen wir uns mal eben was an. Ach, das wäre unser Wandschrank. Wo haben wir denn unseren Schrank? Ach, hier. Freizeitmantel. Teurer Anzug mit Mantel. Teurer Anzug. Wir können die Farbe noch ändern. Aber welchen hatten wir denn? Regenmantel? Das war der, den wir, genau, der die ganze Scheiße abbekommen hat. Wo ist denn? Wir haben noch 3 gekauft davon. Wir haben noch 3 gekauft, oder sind das die Farben? Mir kommt das fast so vor, als hätten wir, obwohl wir 3 Anzüge gekauft haben, dass das jetzt halt einfach nur die Farben sind, weil das waren ja auch eigentlich die gleichen Anzüge. Okay, Maßanzug. Nee, den wollen wir nicht. Maßanzug mit Mantel. Ich bin der Meinung, das sah aber vorhin anders aus, oder? Freizeitanzug mit Mantel. Na gut, ziehen wir den wieder an. Nee, das ist doch nicht der, den wir eben hatten. Jetzt passt's. Okay. Oh, da steht unsere Karre. Und die ist wieder aufpoliert. Nice. Und los geht's. Schade, richtig. Wo sind wir denn eigentlich hier jetzt? Ah, hier. Und wir fahren mal eben
kurz zu Harry. Vielleicht hat er jetzt da was anderes. Das ist ja eine neue Mission, beziehungsweise ein neues Kapitel. Und da denke ich, da sollten wir mal eben kurz vorbeischauen, weil jetzt haben wir auch noch das Geld. Nur mit dem Rasen sollten wir es eventuell nicht so übertreiben. Sagen, ey, ganz ehrlich, diese Karre fährt sich echt am besten von allen. Ja, toll. Oh Mist, das habe ich auch schon wieder vergessen. Mist, das müssen wir echt beim nächsten Mal, müssen wir echt dran denken. Diesen Wagen mit dem roten Verdeck. Wie kann man das denn jedes Mal vergessen? Das wollten wir doch mal gucken, ob man das abändern kann. Ja, was ist? Ich bin's, Vito. Rein mit dir. So, ich hoffe für dich, dass du heute was Besseres hast. Was für ein Morgen, hä? Mhm. Brauchst du eine richtige Wumme oder nur eine Pistole? Wie meine Mutter immer sagte, man kann nie genug Munition haben. Splittergranaten. Zehntausend Flocken. Alter. Ja, weiß ich auch nicht. Granaten brauchen wir nicht. Da jage ich mich höchstens selber mit hoch. Da können wir höchstens wirklich mal drüber... Komm, wir kaufen uns die Knarre einfach. Ich gehe nie ohne aus dem Haus. Wie meine Mutter immer so sagte, man kann nie genug Munition aber haben. Leider gibt es das MG42 noch nicht. Na gut. Nicht so schlimm. Ich denke mal, das wird noch irgendwann kommen. Wir gucken einfach die nächsten Kapitel. Schauen wir ja auch nochmal vorbei. Ansonsten, bisher haben wir es auch ohne geschafft, ne? Muss man jetzt einfach mal sagen. So, mal eben den Wegpunkt wegmachen. So. Was war das denn? Was war das denn, ey? Und der Wagen, der ist fast im Arsch. Alter. Wieso ist hier die Straße gesperrt? Oh Mann, ey. Wo war unsere Bude nochmal? Ganz ehrlich, ey, komm. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach. Ja, weil ich glaube, das Spiel... Ich hatte gestern nachgeguckt... Und ich glaube, das Spiel hat 15 Kapitel. Ja, und wir sind jetzt schon in Kapitel 10. Deswegen denke ich, können wir das Spiel ruhig eben ein bisschen strecken, indem wir nochmal eben zu unserer Bude hinfahren. Nochmal mit dem anderen Auto zur Werkstatt kurven. Man kann das Spiel ja ein bisschen ausreizen. Okay, dass da noch Spiele kommen, wo man auch extrem viel sammeln könnte. Da müssen wir dann echt mal schauen, ob wir es dann wirklich machen oder ob wir es, keine Ahnung, einfach nur das machen, was so auf dem Weg ist. Ja, dazu später mehr. So, bitte einsteigen. Ich muss bis an die Garage fahren und dann den Wagen einfach wechseln. Gedrückt halten. So, ich hätte gerne, wo ist der denn? Wobei, den haben wir auch noch nicht ausprobiert, dieses Zukunft. Aber fliegt das Ding? Hat das überhaupt Räder? Und das muss natürlich auch ausprobieren. Aber ich meinte, der ist gar nicht bei uns drin. Den ich meine. Oh, no. Na gut, dann können wir auch genauso gut den hier mal ausprobieren. Och, der hat Räder.
dachte, wir hätten die Karre mit dem roten Verdeck uns reingeparkt hier. Der mit diesem supergeilen Motoraufsatz. Den außenliegenden Motorkopf. Wie Luftzufuhr. Naja, schade. Jetzt aber genug getrödelt. Da wir die andere Karre jetzt hinten haben, geht es ab zur Mission. Hallo, nein! Zum Glück hat die Polizei das nicht gesehen. Oh Mann, ey, die eiert hier auch so übelst langsam vorbei, ey. Das ist so kacke. Gas. Schnell auf die Bahn. Vorsicht! Alter, was ist das für ein Radiosender? Halt! Stopp! Stopp, stopp, stopp. Ja, guck mal an. Ich war jetzt schon so lange nicht mehr bei Joe zu Hause, dass man da schon fast verplant hat, wie das ausschaut. So, mal schauen, ob sich hier irgendwas in der Bude verändert hat. Beziehungsweise vielleicht liegt hier auch ein Pornomagazin. Beziehungsweise ist ja ein Playboy, ne? Ist ja kein richtiges Pornomagazin. Und ich mit einem Baseballschläger. Die haben sich vor Angst fast in die Hose morgen, geschissen. Jungs. Hey, Vito, guten Morgen. Marty, was machst du denn hier? Joe meint, ihr braucht Hilfe. Und weil ich es den Ian voll gezeigt habe, will er mich mitnehmen. Er will dich mitnehmen? Wohin soll's denn gehen? Die warten schon auf dich. Also, wir reden später drüber. Mein Kumpel Vito. Morgen, Mr. Falcone. Hallo, Vito. Nimm Platz. Jungs. Also, was gibt's? Du hast uns Luca vom Hals geschafft. Gut gemacht. Dank dir wissen wir, dass Clemente hinter dem Angriff auf unsere Jungs steckt. Bisher konnten wir nie gegen ihn vorgehen. Aber jetzt ist er fällig. Er hat Leute von uns gefoltert und das bedeutet Krieg. Alles, was wir jetzt unternehmen, kann ich vor der Kommission rechtfertigen. Alberto weiß das. Er wird deshalb versuchen, uns zuerst anzugreifen. Das heißt, dass wir uns um Clementi kümmern. Ganz genau. Zufällig hat er für heute ein großes Treffen im Hotel Empire Arms anberaumt. Das ist die Chance, ihn und seine besten Männer endgültig loszuwerden. Na klar, wir marschieren da einfach rein und legen am helllichten Tag im nobelsten Hotel der Stadt ein paar Dutzend schwer bewaffnete Typen um. Keine Sorge, ich hab einen Plan. Scheiße! Joe, nimm sofort dieses Ding weg! Ganz ruhig, Eddie. Sie kann nicht hochgehen. Erst wenn ich hier drauf drücke... Lass das um Himmels Willen, nimm das weg! Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Mach dir nicht gleich in die Hose. Hey, Leute, Leute. Wir marschieren da rein und jagen gleich den ganzen Schuppen in die Luft. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Keine Panik. So viel Wumms hat das Baby nicht. Da geht nicht gleich die komplette Hütte drauf. Aber jeder, der sich in dem Zimmer aufhält, wird zu Konfetti. Wie wissen wir, wann das Ding hochgehen muss? Wir stehen auf einer Fensterputzerplattform und sehen uns ganz gemütlich die Explosion an. Na, das kann ja heiter werden. Okay, Jungs. Ich zähle auf euch. Wenn alles glatt läuft, gibt's eine hübsche Prämie. Ruf da an, wenn alles vorbei ist. Oh, übrigens, die Bar bleibt heute geschlossen, falls Clementi was plant. Tja, viel Glück, Jungs. Was ist mit dem Kleinen da draußen? Du meinst Marty? Er gehört nicht zur Organisation, deshalb muss er vor der Tür warten. Ich meine, was hat er hier zu suchen? Du stellst Fragen. Marty kommt mit uns, weil wir einen brauchen, der uns fährt und der uns den Rücken frei hält. Was hast du gegen ihn?
Er ist ein anständiger Kerl. Ich kenne ihn ewig. Außerdem hat er mir den Arsch gerettet. Aber diesmal haben wir es nicht mit besoffenen Iren zu tun, sondern mit der mächtigsten Familie der Stadt. Und du schleppst diesen Grünschnabel an. Wie alt warst du, als du mit der Scheiße angefangen hast? Du redest wie ein kompletter Spießer. Hör zu. Er wartet im Wagen und gibt auf Befehl Gas. Das ist alles. Er weiß nicht mal, was wir im Hotel vorhaben. Und er fährt wie der Teufel. Genauso jemand brauchen wir für den Job. Okay, wenn's sein muss. Aber trotzdem, irgendwie gefällt mir die Sache nicht. Okay, fahren Marty und Joe in Joes Wagen. Ja. Hey Joe, sag mal, was ist denn das für ein Job? Einer, bei dem du nicht alles wissen musst. Du fährst uns nur hin und zurück, kapisch? Oh, okay. Aber wenn's nötig wird, ich hab meine Knarre immer dabei. Schön sagte Billy the Kid, die brauchen wir nicht. Gehen wir. Bin doch schon lange draußen. Oder wollt ihr vorgehen? Dann wären wir also jetzt endlich mal gefahren, oder wie ist das? Wir dürfen uns jetzt endlich mal gemütlich auf die Rücksitzbank bewegen. Wir nehmen meinen Wagen. Okay, ich fahre. Zu früh gefreut, alles klar. Wir fahren. Wie immer. Und los geht's. Wo hat er diese Karre her, ey? Hält es auch eigentlich nur durch das Schrott. Das ist unser Fluchtwagen. Außerdem vertragen sich Sprengstoff und Verkehrsunfälle nicht besonders gut. Sprengstoff? Ja, für ein kleines Feuerwerk. Aber vergiss es wieder. Wir müssen zum Empire Arms Hotel. Park in der Tiefgarage. Nimm den Hintereingang. Okay, Joe. Ich versuche mich ja zu bemühen, das Auto nicht kaputt zu fahren. Das ist wie mit dem LKW. Jetzt sind wir gezwungen, uns mal da dran zu halten. Mal schauen. Ah, ich denke mal, das kriegen wir hin. Dauert es halt ein bisschen länger. Aber wir wollen jetzt auch nicht in die Luft fliegen, ne? Sag schon, Jungs, was läuft in dem Hotel da, hä? Rück raus mit der Sprache. Was willst du, ein Buch schreiben? Ich hab dir gesagt, was du wissen musst. Hey, ich bin nur neugierig. Diese ganze Geheimniskrämerei... Marty, diese Geheimniskrämerei ist wichtig. Je weniger du weißt, desto besser für dich. Wenn du uns weiter Löcher in den Bauch fragst, sehe ich mich in Zukunft nach einem anderen Fahrer um. Schon gut, keine Fragen mehr. Geht klar, ich hab verstanden. Ja, wer von allen Seiten wird man da angebumst? Ihr wollt das Hotel in die Luft jagen, stimmt's? Marty! Okay, entschuldige. Noch ein Wort von dir. Entschuldige, kein Sterbenswörtchen mehr. Großes Ehrenwort. Muss die Polizei jetzt auch noch hinter uns sein, ey. Aber jetzt wieder ein bisschen Gas geben. Hätte fast geklappt. Dieser Wagen, muss ich echt wieder sagen, der hat einen schönen Radiosender. Das ist das Hotel. Hinten ist deine Garage. Okay. Dann wollen wir uns da mal einparken lassen. Park da und lass alle Knarren hier. Nicht, dass uns Clementis Leute filzen und wir auffliegen. Wo soll ich parken? Egal wo oder wie? Nehmen wir die C2. Na, komm. So, raus hier.
Okay, Vito und ich gehen da rein und ziehen unsere Sache durch. Du wartest hier auf uns. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören, und zwar pronto. Und steck die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe. Clementi hat das ganze 18. Stockwerk gemietet, das dritte von oben. Da gibt's Suiten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir darauf? Hintenrum durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Unterhose ist sauber. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass unser kleiner Marty aufgehen wird. Wir schnappen uns ein paar Putzklamotten vom Reinigungstrupp und dann machen wir da oben mal richtig sauber. Klingt gut. Du hast dir echt was einfallen lassen. Werd ja nicht frech. Da drin müsste einer vom Hotel mit den Klamotten auf uns warten. Sehen wir mal nach. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. Keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Sprichst du mit dir selbst? Du bleibst hier. Ah, nie darf ich mit. Okay, finde die Uniform der Putzkolonne. Na, scheiße, abgeschlossen. Dieser Idiot sollte sie doch für uns auflassen. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße. Gibt's nicht noch einen anderen Weg da rein? Versuch's. Ich warte hier, falls dieser Trottel noch auftaucht. Dieses faule Stück Scheiße. Hier vielleicht irgendwas? In einen Weg ins Innere. Und sieh dich nach Uniform der Putzkräfte um. Das versuchen wir natürlich. So, da geht schon mal gar nichts. Der ist... Ach, den, das ist der gleiche, nur in grün. Da hinten. Hey, ja? Hast du Ting Lao gesehen? Ja. Und, wo ist er? Er macht Pause. Irgendwo, ja. Irgendwo die Klamotten. Na, wer soll ich Ihnen den Weg zeigen? Ja, das wäre nett. Du brauchst eine Putzuniform. Ja, die versuche ich ja gerade zu finden, die Putzuniform. Da sind die Aufzüge. Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Noch eine Minute, du hättest dich zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Es tut mir leid, Was soll's, verschwinden wir von hier. Dafür bin ich jetzt Siehst außen du? Rumgelaufen. Läuft doch alles wie am Schnürchen. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Okay, umziehen. Vito, Moment. Hier, kleb dir das Ding an. Willst du mich verarschen? So erkennt uns keiner wieder. Los, tu es einfach. Na toll. Legen wir los. Es wäre jetzt so lustig, würde Vito sich die jetzt über die Augen kleben. Also jetzt so als Augenbraue, als durchgehende Augenbraue. Ihr zwei, hierüber. Oh, ja, was ist die Schweinerei weg, ihr Idioten! Oh, sorry. Machen wir. Habt ihr Scheiße in den Ohren? Hierüber, habe ich gesagt. Ja, Macht die Schweinerei, sonst bricht sich noch jemand den Hals. Okay. Ja, dann machen wir mal diese Schweinerei weg. Na los, Bewegung! Hey, ihr beiden. Da oben wartet noch eine Menge Arbeit auf euch. Na, macht schon. Hey, Richie. Komm mit. Na, Wichser, ey. Schwein gehabt, das war Henry. Ja. Okay, verschwinden wir, bevor er zurückkommt. Jo, ab nach oben. Ich hab Henry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, wenn doch. Daran darfst du nicht mal denken.
Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir einen treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Das hoffe ich schwer. Naja. Wurde auch Zeit. Wo zum Teufel habt ihr gesteckt? Im Konferenzraum wurde was verschüttet. Okay. Lass mich raten. Ketchup und Wein? Keine Fragen, was das ist oder wie es dorthin gekommen ist. Wischt es einfach weg. Hier findet gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn nicht alles blitzblank ist. Ich gebe euch kostenlos einen guten Rat. Willst du noch einen? Wischt alles blitzblank und verpisst euch dann wieder. Ja? Das ist ein toller Rat. Entschuldige, war unhöflich von mir. Da hast du verdammt recht. Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Die Unordnung? Ah, die Unordnung. Na dann komm mit, ihr zwei. Machen wir. Einer der Jungs, die vorhin hier waren, er ist gestolpert und hingefallen. Der Arme ist mit dem Kopf aufgeschlagen, ungefähr 5-6 Mal. Jetzt ist alles voller Blut. Ja. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also Jungs, wischt diese Sauerei auf. Und zwar flott. Ja, wer kennt das nicht, ne? Man rutscht halt, wenn man ausrutscht, ey, das passiert halt häufiger. Vor allem, wenn ein Tresen oder ein Tisch in der Nähe ist, da knallt man halt schon mal so an die 5-6 Mal irgendwo gegen den Kopf. Verfluchte Wichser! Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. So, hilf Joe, ein Loch in das Fenster zu schneiden. Ja, hilf mir mal. Jupp. Scheiße. Verdammt. Der Gelbe. Plus zu Plus. Der Rote zu Minuspol. Oh Mann. Ist das vielleicht eine Fummelei? Perfekt. Okay, den kniffligsten Teil haben wir schon mal. Ja. Schrubbe die Flecken weg. Streng dich an. Oh, oh. Los, sauber, sauber, sauber machen. Keine halben Sachen hier. Los. Ja, wir strengen es ja schon an. Ja, sieht aus wie neu. Ah, ihr seid fertig. Dann verschwindet jetzt. Okay. Das machen wir. Okay. Und jetzt aufs Dach. Oh, 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 oh. Jeden Wunsch. Ehrlich? Ja, aber klappt nicht immer. Wieso? Barkeeper, glaubst du, ich hab... Das ist Clementi. Wir könnten ihn sofort umlegen, wenn wir eine Knarre hätten. Ja, klar. Und in 2 Sekunden wären wir tot. Immer mit der Ruhe und halt dich an den Plan. Ja, hoffentlich klappt das auch. Können wir laufen? Nee, können wir nicht. Wir können nur... Verdammt! So viel Sport ist nicht mein Ding. Warum haben die hier so viele Scheißstufen? Ach so. Soll ich dich tragen? Vito, warte mal. Ich hab was vergessen. Hier. Für dich. Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 1911er Colt mit modifizierten Magazinen. Hast du das Ding her? 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Davon gibt's nur 2 auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Nice, wie eine neue Knarre. Was gibt's denn da zu glotzen? Macht einen Abgang, sonst komm ich runter und geb euch was aufs Maul. Clementis Männer. Schnell. Wir müssen hier weg. Oh, das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. Okay. Wenn ihr die Plattform putzen der Hotelfenster. Müssen wir es da doch hinaus oder wie? Na toll, warum? Hätten wir auch gleich rausrennen können oder nicht? Da kommen wir nicht hin. Ja, wir müssen raus. Okay, ganz langsam öffnen. Haben wir noch andere Waffen? Ne, wir haben jetzt nur die. Hey, was zum Henker wollt ihr hier? Verzieht euch! Scheiße! Ich bin der Beste! Du schießt wie meine Schwester!
Okay, da ich noch nicht geschossen habe, denke ich jetzt einfach mal, dass Joe nicht mich meint. Los, Vito! Früher oder später so. Krieg ich dich. Gib mir da ist noch irgendwo einer. Kann natürlich auch die Krähe sein. Vielleicht ist es die Krähe. Beziehungsweise die Taube. So. Haben wir. Mehr kannst du nicht? Mist. Los jetzt! Zack, zack! Bampf den nochmal auf. Nochmal. Vorsicht, da sind vielleicht noch mehr von der Sorte. Ja, lass sie ruhig kommen. So eine neue Waffe auf jeden Fall. Gib mir Deckung, Vito. Mist. Wie kommt es denn, dass immer nur auf mich geschossen wird? Lass dir was einfallen. Beeil dich. Du bist mausetot. Gefällt mir nicht. Hast du das beim Militär gelernt? Du schießt wie meine Schwester. Von wo kommen jetzt die Schüsse? Achso, das ist hier Joe selber. Ich dachte gerade, ey. Ist weg. So. Die haben noch bestimmt was Schickes für uns. Thompson? Aber jetzt sag bloß, jetzt all unsere Waffen, die wir bisher haben, wieder weg, ey. Das wäre ja richtig mistig. Wenn man nach jedem Kapitel die Waffen verliert. Weil theoretisch müssten die ja zu Hause eingelagert sein. Dort, was haben wir, wo haben wir denn? Da hinten, da sehe ich die Gondel schon. Das ist alles. Dann blüht hier was. Na komm. Na, geht nicht. Oh, wo kam der denn her? Komm schon. Den nehmen wir auch noch. Okay, und weiter geht's. Wo ist Joe? Da hinten. Okay, das hätten wir. Hoffentlich hat uns keiner gehört. Na was? Solche Gebäude haben schalldichte Fenster. Und wir sind so hoch oben, dass uns von unten keiner sieht. Los, auf die Fensterputzerplattform. Okay. Aufzug rufen. Da liegt ein Heft. Da liegt ein Heft. Oh nein, hoffentlich kann ich da noch ran. Da liegt ein Heft. Warum holt ihr mich hoch? Ich bin mit der Etage noch nicht. Oh, Scheiße. Was für ein Heft? Oh Gott, nicht schießen. Ich tue alles, was ihr wollt. Die Hände auf den Rücken. Wir tun dir nichts. Nein! Nein, schießen weg. Ich muss an das Heft. Bitte. Okay, jetzt haben wir da. Da ist das nächste Heft. Naja, ne? Okay, weiter geht's. Das Klebeband, fessel ihn. Du hast Glück. Alle anderen hat's erwischt. So. Dann lass uns mal weiter rein. Okay, rauf mit dir. An die Arbeit. Lenk die Plattform ab, das machen wir. Hey, wie viel Draht hast du? Genug. Und wie viel ist genug? Reicht er bis zum Dach? Nein, ein oder zwei Etagen hoch. Mehr brauchst du nicht. Okay. Na, das ist ja wieder ganz schlau. Was ist? Du hast einen Schatten.
Was, wenn uns die Explosion auch erwischt? Wird sie nicht. Wir kriegen kaum was davon mit. Das will ich hoffen. Wenn das hoffe ich auch. Liegen wir als Matsch auf der Straße. Okay, das ist das richtige Stockwerk. Ja, den Wischer. Vito, schnapp dir den Wischer und fang an, die Fenster zu putzen, hey, damit wir nicht auffallen. Ich verbinde die Drähte. Sauber machen. Schön macht er das, ne? Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob uns das da oben runter fetzen lässt. Okay, geschafft. Jetzt fahr uns ein Stockwerk hoch. Mach dein Testament, Clementi. Ah, das geht ja wie geschmiert. Na also. Diese Arschlöcher merken nicht. Oh, Scheiße! Mann! Ah. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Das Ding ist zu früh hochgegangen. Gemütlich zusehen, ja, ist ja gut. Sehen wir mal nach. Scheiße, wieso höre ich dir überhaupt noch zu? Manchmal benimmst du dich echt wie hirnamputiert. Verdammt! Scheiße! Was war das? Ich hätte fast auf meine neuen Schuhe gepisst. Was für eine Sauerei. War das ein Erdbeben? Was zum Teufel? Oh, Scheiße! Der Wichser lebt! Ihr Arschlöcher! Was Scheiße, Vito, Clementi darf nicht entkommen! Mann, hier haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Ich werde euch... Nein! Du hast nichts getan! Nein! Los, zeig dich! Gib mir Deckung! Du bist mausetot! Wo ist Clementi denn? Hinter dem Glas hin! Aua! Das ist alles? Oh, vorsichtig! Das ist erstklassiger Fuß! Ich möchte dich nicht zum Feind haben! Wo ist der andere jetzt gerade? Da nicht? So, mir wird da hinten wird ja auch noch einer angezeigt, ne? Wo steckt der denn? Oder ist das einer von denen, die auf dem Boden liegen? Und ich sterb durchs Feuer. Mann, hier haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Der ist es nicht. Der war es. Nein! Ich hab nichts getan! Es ist vorbei! Früher oder später krieg ich dich. Gib mir Deckung, Vito. Ja. Achtung! Ganz ruhig. Gib mir den Glas hin. Nicht schlecht, was? Oh, das ist erstklassiger Fuß. Los jetzt! Zack, zack! Ganz ehrlich, Bro, du wirst hier fast gar nichts. Das ist alles? Dann blüht hier was. Nein, jetzt habe ich den. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob da auch noch einer steckt. Das war wieder so typisch eigentlich, ne? Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Ich geh nochmal weg. So, Munition. Nein, ich habe nichts getan. Gib mir Deckung, Vito. Wo ist Martini gestreckt? Los, zeig dich! Du bist mausetot! Noch einmal, jetzt aber das richtig. Ist alles. Ich würde sagen, wir machen dieses Kapitel halt noch zu Ende, ne? Und dann Achtung! Hinter den Glas hin!
sollte es auch für heute reichen. Du bist nach Hause tot! Du schießt jemanden. Oh, vorsichtig. Das ist erst wieder gut. So viel Schnaps und so wenig Zeit. So, konzentriert. Gib mir weg, Mann. Ah, wo ist er? Dann noch einer. Die Munition können wir nicht mehr. Da ist er. Nimm die anderen Gebiete. Ich übernehme die rechte Seite. Nachladen. Joe, was machst du? Gib mir Deckung. Das ist alles? Dann blüht dir was. Verdammt! Molotow! Hier lang, Vito. Da kommst du nicht durch. Ja, ich sehe das schon. Kann ich die nicht durch? Hey, ich dachte, es regnet. Klugscheißer. Ich kann vor lauter Wasser nichts mehr sehen. Bin wieder da! Komm schon. Jetzt nicht mehr drauf gehen. Hier passt's. Scheiße, da kommen noch mehr. Kommt schon, ihr Arschlöcher. Ich warte auf euch. 3, 2. Hey, was ist denn hier los? Schwer ablegen. Gegen dich haben wir nichts. Komm schon. Runter, runter. Bring nächstes Mal eine größere Bombe mit. Ey, verdammte Scheiße, woher sollte ich wissen, dass Clementi in dem Moment zum Pissen geht? Wäre die Bombe früher hochgegangen, hätte sie ihn erwischt. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Oder später, ne? Wäre die später hochgegangen, hätte man den auch erwischt. Noch einer! Auf den Steg! Mehr kannst du nicht! Du bist mausetot! Hol dir das Arschloch auf den Steg! Hast du Schiss, Arschloch? Oha! Da oben! Mann, das war echt klasse! Beweg deinen Arsch, knapp. Vito! Wir müssen Marty helfen! Gib mir Deckung, Vito! Na komm, du Trottel! Du schießt wie meine Schwester! Was ist los? Nicht schlecht, was? Lass dir was einfallen! Beeil dich! Einer war dann noch. Da oben. Da ist noch einer. Also langsam kriegen wir es mit dem Schießen. Auch das ist so ein Problem, das glaube ich immer besser wird bei uns. Marty! Oh nein! Scheiße, sie haben ihn erschossen! Er ist tot, Vito! Joe, ganz ruhig! Du kannst nichts mehr für ihn tun! Schnappen wir uns Clementi! Fahr los! Das Arschloch lege ich um! Aber irgendwie war das klar, oder? Und das war's. Irrtum, ihr Wichser. Jage Clementi. Gib mir Deckchen zwei. Wenn sie sich trennen, folgst du auf jeden Fall Clementi. Gib mir Kinder. Überlass das mir. Mach du deine Knarre bereit. Was denn sonst? Bleib du an Clementi. Er ist in der schwarzen Limousine. Ich hab selber Augen im Kopf. Mann. Gut gemacht. Der nächste ist Clementi. Drück auf die Tube, Vito. Ich versuch's ja. Es ist vorbei. Hättest du eine Karre, sowas wie unser Batmobil, das wäre natürlich dann einiges geiler, aber deiner Karre hier... Na gut, aber ich denke mal, das schaffen wir. Schneller! Ja, ich gebe ja schon Gas. Hey, Joe, du hast selbst gesagt, die schwarze Karre. Oh!
Du triffst du auch mal. Kann es sein, dass wir die rammen müssen? Warte, Platz! Ja, ich versuch's ja, aber zumindest schießt schon mal keiner mehr auf uns. Ah, ey, jetzt wird's echt nervig. Noch ein Auto. Bin wieder da! Wer noch? Komm her ran! Ja, ich versuch es doch. Joe, du hättest dir echt eine andere Karre kaufen sollen. Alter, was hier los? So, triffst du auch mal, schieß mal auf die Reifen. Scheiße! Junge Scheiße, was? Oh no, ey. Ihr meint das war's. Irrtum, ihr Wichser. Genau, wir können die Zeit nämlich zurückziehen. Jetzt machen wir es nochmal. Auf jeden Fall Clemente, nicht den anderen. Überlass das mir. Du deine Klare bereit. Was denn sonst? Bleib du an Clemente. Erst in der schwarzen Limousine. Ich hab selber Augen im Kopf. Hast du Schiss, Arschloch? Ey! Ey! Wollte das denn? Nicht schlecht, was? Ja, hast du voll gemacht, Bro. Jetzt diesmal. Ja, ich versuch's ja. Ich krieg doch niemals abgebremst den Wagen. Jetzt müssen wir echt den Wagen irgendwie kaputt fahren. So, schon mal dahin zielen. Bam! Ja, wenn das nicht Volltreffer war. Der ist hinüber. Davon überzeuge ich mich persönlich. Das ist für Marty. Jetzt ist er hinüber. Fahren wir zu mir. Willst du ein Bier? Was für eine Scheiße. Hä? Gib mir Eddies Nummer, ich ruf ihn an. Hier ist Joe. Alles erledigt. Alles glatt gegangen? Nein, leider nicht. Wieso? Marty ist tot. Was? Sie haben ihn erwischt. Wir mussten ihn dort lassen. Okay, was ist mit Clemente? Tot. Sehr gut. Und der Junge? Blöd gelaufen. Bauernopfer. Hauptsache, das Wichtigste was? Ist erledigt. Bauernopfer? Beut das dich. Ist mein Freund, von dem du da redest. Verdammt nochmal! Hey, Joe, mich Joe. Brauchst du nicht anzubrüllen. Sachte. Es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen, mitzumachen. Tut mir leid, aber sowas kommt vor. Hol dir morgen im Falken dein Geld ab. Ja, von mir aus. Dem ist das scheißegal! Oh, jetzt krieg dich mal wieder ein und schalt den Gang runter. Mir tut's auch leid, mehr als du denkst. Das war riskant. Ach ja? Hey, das war ein gefährlicher Job. Du hast ihn mitgenommen, ihn hat's erwischt. Glaubst du, im Krieg war's anders? Eddie kann nichts dafür, er kannte den Jungen nicht mal. Ich will den Scheiß jetzt nicht hören. Klar. Lass mich allein. Ich zieh mich nur schnell um, okay? Tut mir leid, Marty. Es tut mir so leid, mein Junge. Aber es war schon klar, dass einer von den beiden draufgehen würde.
Dann gehen wir mal nach Hause. Und ich denke mal, damit haben wir dann das Kapitel 10 dann auch abgeschlossen. Und somit auch den heutigen Stream. Aber mal gucken, vielleicht passiert ja doch noch irgendwas Unvorhergesehenes. Ja, erstmal machen wir uns ein Auto. Was haben wir denn noch? Den hatten wir schon. Den hatten wir auch schon. Eigentlich haben wir schon alles gehabt jetzt mittlerweile. Der war wirklich scheiße. Nehmen wir den. Ich kann auch eigentlich mal wieder zur Werkstatt und ihn mal wieder zu reparieren, muss ich sagen. Eine Werkstatt. Haben wir irgendwo eine Werkstatt? Auf dem Weg. Ja, da hinten. Der zieht aber auch ab, ey. Ganz ehrlich. Fällt mir richtig gut. Wie gesagt, ich finde das immer noch schade, dass wir den anderen Wagen irgendwie verloren haben. Dabei bin ich mir ganz sicher, dass wir den in der Garage abgepackt haben. Der eigentlich uns gehören müsste, aber ja. Dann ist das halt so, ne? Oh, Abwand zur Polizei. Gut, wir wollen ja eh unser Auto mal reparieren lassen. So, hier sind wir endlich. Einmal davor parken. Ja. Was soll's denn sein, Sir? Ein bisschen Klebeband. Wir müssen so ein bisschen das Auto wieder reparieren. So, Wagen reparieren. Easy. Felgen wechseln. Ja, das können wir eigentlich nochmal eben machen. Du hast freie Auswahl, mein Freund. Ja, was haben wir denn alles so? Alter, hier haben wir jetzt echt schon eine echt gute Auswahl. Auch nicht viel Neues, ne? Das ist irgendwie scheiße, das nach außen stehend. Das ist richtig Müll. Das vielleicht. Die goldenen sehen scheiße aus. Die. Ach, wir nehmen die einfach. So. Kennzeichen wechseln brauchen wir nicht. Lassen wir so. Speziallackierung. Neu. Lackieren den Wagen in einem einzigartigen Design. Bitte, such dein Motiv aus. Okay. Haben wir denn hier? Die Flammen. Nimm mir die Flammen. Einfaches Tuning. Leistungsverbesserung, um den Cops leichter zu entkommen. Ja, machen wir mal. Sporttuning machen wir. Supertuning machen wir. Der läuft jetzt wie ein geölter Blitz. Wagen ist voll getuned. Geil. Geil, Leute. Vielen Dank, Kumpel. Danke für den Besuch. Jetzt haben wir... Da ist es. Das, guck mal hier. Jetzt haben wir einen mit hier Luftzufuhr. Warte. Ui. Jetzt bräuchte man noch irgendwie eine andere Karre. Da müssen wir mal abwarten. Ich weiß nicht, ob es später noch mal so einen Zeitsprung geben wird. Weiß nicht, ja, vielleicht gibt es dann noch eine Karre, wo sie das mehr tun würde. Alter, der zieht ja schon mal ordentlich. Wow.
ganz vorsichtig. Ja, der lässt schon vor Schreck den Regenschirm fallen, wenn er den Wagen hat. Nein! Och, der kommt doch gerade frisch aus der Werkstatt. Oh ja, richtig, und wir werden direkt gejagt. Alter, der ist schon fast nicht mehr fahrbar hier. Hä? Polizei schon wieder entkommen? Okay. Naja, das ist jetzt ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. So, damit der... Das haben wir jetzt nur extra gemacht, ne? Damit der Wagen noch ein bisschen besser Luft bekommt hier am Motor. Ja, das ist noch ein bisschen besser. Alter. Gut, Wagen in die Garage. Okay, eigentlich wollte ich den da nur parken. So. Einmal abgestellt. Rein in unsere geile Bude. Und... geh nach Hause. Ja, da hauen wir uns mal aufs Ohr. Wo ist denn... nee, das ist nicht ganz unser... da. Ab ins Bett. Es klingelt schon wieder das Telefon. Und scheinbar das 10. Kapitel noch nicht abgeschlossen. Hallo? Ja, spreche ich mit Vito? Wer will das wissen? Ich bin Leon, der Barkeeper vom Lone Star. Ich hab deine Nummer von Joe Barbaro. Er sagt, du bist ein Freund von ihm. Ja, was ist mit ihm? Der gute Joe hat die ganze Nacht nur vom Feinsten gebechert. Dann hat er was von einem Marty gefasselt und seitdem ist ziemlich ungemütlich mit ihm. Wovon reden Sie? Dein Freund hat sich nicht mehr im Griff, Mann. Er fuchtelt mit der Kanone rum und keiner kann ihn zur Vernunft bringen. Toll. Ich will kein Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Okay, ich komm vorbei. Und hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuch's. Aber dein Freund, er wird damit nicht einverstanden sein. Hey, wenn Sie ihm den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann. Aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier und hat alle anderen vertrieben. Okay, schließen Sie ab, bis ich da bin. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. Tja, Leute. Und ob wir Joe dort heil rausbekommen, beziehungsweise ob wir den zur Vernunft bewegen können, das erfahren wir dann morgen. Ja, ich kann euch jetzt leider nur nicht sagen, um welche Uhrzeit ich den Stream starte. Es kann sein, dass ich morgen starte. Ja, kann auch sein, dass ich erst Nachmittag starte. Also, da kann ich jetzt echt keine Zeit festsitzen, je nachdem, wie ich da gerade Bock habe. Ne, also am besten ist es einfach, ein Follow da zu lassen. Denn, okay, ich weiß, es funktioniert auch nicht immer, aber mit einer kleinen Chance werdet ihr dann ja informiert, wenn das losgehen sollte. Ansonsten, ja, bei Twitch vielleicht mich auch mal verfolgen. Da wird das dann ja auch direkt gepostet, sobald ich online gehe, glaube ich. Hoffe ich. Ja. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Dass ihr euch auch im Chat wieder allgemein hier aktiv beteiligt habt, ja. Mal gucken, vielleicht kriegen wir morgen ja noch wieder ein paar mehr Leute zu. Jetzt zum Abend hin ist es im Gegensatz zur Woche doch ein bisschen ruhiger geworden. Aber ich denke mal, heute ist ja Freitag, ne? Und da weiß man ja eh, was ab 18 Uhr hier auf Twitch läuft. Ja, deswegen ist es eigentlich gar kein Wunder, dass das dann so runterfährt. Ne, da weiß man, wo der Großteil sitzt. Zumindest die, die noch einen Stream verfolgen. Naja, ist ja auch ganz egal. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und sowas. Dann bis morgen und wir freuen uns, können uns bestimmt darauf freuen, auf dieses supergeile Spiel und auf das supergeile Ende, wenn da ein geiles Ende sein sollte. Das wird sich ja noch zeigen. Ja, Leute.
Haut rein und einen schönen Abend noch. Tschüss.